Die Visa-Affäre im Auswärtigen Amt um die Ortskräfte aus Afghanistan, sie weitet sich aus. Es gibt neue Antworten oder Nicht-Antworten der Regierung und eine neue Recherche von Cicero. Es gibt jetzt endlich einen Aktenvermerk, der handschriftlich von Annalena Baerbock unterzeichnet wurde, in dem sie die Eskalation fordert, bis hin zur Innenministerin, auch gegen die geltende Rechtslage. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Immer wieder gibt es neue Details zu der Visa-Affäre um das Auswärtige Amt. Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Es geht darum, dass nach dem Abzug der Truppen aus Afghanistan die Visavergabe nicht mehr in Afghanistan stattgefunden hat, sondern über die Botschaft von Deutschland in Islamabad in Pakistan die Pässe hier ausgegeben wurden. Es gibt zahlreiche Bedenkenträger und Sicherheitsverstöße schon in der Botschaft. Dort wurden Pässe, die offiziell von Experten als Fälschung erkannt wurden, trotzdem dafür hergenommen. Sie reden von sogenannten Proxypässen, um Visatitel dort einzustempeln. Und es gibt jetzt hier neue Details, wer die Anweisung im Auswärtigen Amt gegeben hat. Annalena Baerbock höchstpersönlich gegen geltende Rechtslage. Hier kommen jetzt die Details. Es gibt in den deutschen Auslandsvertretungen sogenannte Berater, die Dokumenten- und Visumberater DVB. Es sind speziell geschulte Personen der Bundespolizei, die Passdokumente und Urkunden auf ihre Echtheit prüfen. Und genau diese Prüfung auf Echtheit ist leider nicht verbindlich, die diese Beamten machen, sondern sie teilen nur ihr Prüfergebnis mit. Die Entscheidung obliegt ausschließlich dem Auswärtigen Amt. Und da müssen wir unbedingt die Gesetze ändern. Ein Außenminister darf nicht so viel Amtsbefugnis haben, hier gegen die Sicherheitsinteressen des Innenministeriums für eine Visavergabe zu stimmen. Das ist schon mal der erste Skandal. Jetzt gibt es hier allerdings die Aussage von Frau Baerbock. Sie spricht von Falschbehauptungen und sagte, wir beteiligen uns an nichts, was nicht legal wäre. Und hier kommen wir dann jetzt zu dem spannenden Dokument in diesem Papier. Heißt es, das Innenministerium wünsche sich zusätzliche Sicherheitsinterviews und ein vollständiges Visumverfahren. Ihr hört, ein vollständiges Visumverfahren ist geltende Rechtslage. Man wollte das hier umgehen und die Sicherheitsinterviews, die sind bei einem Kriegsgebiet sowieso angebracht. Am Ende des Absatzes eine handschriftliche Notiz von Annalena Baerbock höchstpersönlich, Zitat, das sollten wir nicht akzeptieren. Hier hart bleiben, gegebenenfalls weiter bis zur Ebene Bundesministerin eskalieren, gegebenenfalls öffentlich. Hier wird also offen dafür geworben, das normale Visumsverfahren nicht zu akzeptieren, den legalen Zustand nicht zu akzeptieren. Frau Baerbock, das ist ganz kurz vor Rechtsbeugung im Amt. Ganz kurz vor Rechtsbeugung. Die geltende Rechtslage ist ein vollständiges Visumverfahren und das wollte die Ministerin nicht. Und nach dem, was jetzt herausgekommen ist, hat man Pässe vergeben an Hinz und Kunz, muss man sagen. Und so kam es im Januar diesen Jahres zu einem erschreckenden Vorfall in Hannover. Dort kam nämlich ein Sonderflug des Bundesaufnahmeprogramms aus Afghanistan nach Deutschland an. Bei der Kontrolle in Hannover am Flughafen stellten die Beamten der Bundespolizei gefälschte Pässe fest und haben in diesen gefälschten Pässen eingestempelte, eingeklebte Visatitel der deutschen Botschaft aus Islamabad gefunden. Die Sicherheitsbedenken, die die Spezialisten des Innenministeriums hatten, sie wurden vom Auswärtigen Amt nicht nur beiseite gewischt, sie wurden vollständig ignoriert. Das muss wirklich die Staatsanwaltschaft jetzt dafür veranlassen, hier endlich mal Durchsuchungen in die Wege zu leiten. Es gibt jetzt hier selbstverständlich auch noch diverse Antworten auf Anfragen an die Regierung und die lassen tief blicken. Hier eine sehr spannende Frage, die beantwortet wurde von der Bundesregierung. Die Frage lautete, wie viele Sicherheitsüberprüfungen wurden nach Eintreffen der evakuierten Ortskräfte und ihrer Angehörigen mittlerweile durchgeführt und wie viele davon führten zu sicherheitsrelevanten Erkenntnissen? Eine ganz, ganz wichtige Frage, eine ganz wichtige Antwort, die wir daraus erhalten können, wenn wir wissen, wie viele Überprüfungen stattgefunden haben und wie viele Treffer sie dabei gefunden haben. Jetzt kommt hier die Antwort der Bundesregierung bezüglich der in der Fragestellung erbetenen Informationen zur Anzahl und Ergebnissen eventueller Sicherheitsinterviews. Ist die Bundesregierung nach sorgfältiger Abwägung der Auffassung,
dass eine Beantwortung der Frage aufgrund entgegenstehender, überwiegender Belange des Staatswohls nicht erfolgen kann, auch nicht in eingestufter Form. Gegenstand der Frage sind solche Informationen, die in besonderem Maße das Staatswohl berühren. Durch eine offene Auskunft darüber, ob und wie viele Sicherheitsinterviews im Rahmen nach der Evakuierungsmission durchgeführt wurden, wären Rückschlüsse auf die Auslastung und Bearbeitungsschwerpunkte des Bundesamtes für Verfassungsschutz möglich. Ja, genau. Ihr seid sowas von Flitzpiepen, sage ich euch. Ihr redet euch heraus, dass es das Staatswohl gefährden würde, aber nicht, weil wir Rückschlüsse auf die Arbeit des BV schließen könnten. Das ist überhaupt nicht der Grund. Denn das Staatswohl ist in dem Sinne gefährdet, wenn herauskommt, dass man gar keine Sicherheitsinterviews durchgeführt hat, wenn die Anzahl 0 ist, 5, 10, wenn es keine Erkenntnisse gab. Das gefährdet das Staatswohl, weil das würde beweisen, dass eine Außenministerin sich hier den Staat zur Beute gemacht hat, indem sie über jegliche Sicherheitsbarrieren, die zur Einreise nach Deutschland aufgestellt wurden, um uns vor illegal eingereisten Straftätern und anderen Personen, die hier unbefugt sind, zu schützen, wenn man die umgeht mit der Hilfe des Amtes der Ministerin, das einem verliehen wurde, dann macht man sich auch strafbar in diesem Land, Frau Baerbock. Irgendwann ist nämlich Ende Gelände, wie man so schön sagt, war heute in Frankfurt Ende Gelände, aber nur für kurze Zeit auf dem Rollfeld. Die Bali-Flieger haben wieder zugeschlagen. Ich bin immer noch fasziniert, dass sie hier die Auskunft verweigern, anstatt uns eine Zahl zu sagen. Aber jetzt gibt es hier noch weitere Fragen. Wie viele dieser Ortskräfte sind denn straffällig geworden? Oder wie viele der Angehörigen von Ortskräften sind straffällig geworden seit 2021? Und wie könnte das anders da sein? Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. Sie wissen es nicht. Oder sie sagen, sie wissen es nicht. Sie lügen uns an am Ende. Sie lügen uns wirklich an. Wollt ihr noch so eine spannende Antwort der Bundesregierung? Es geht um den Zusammenhang von Tatverdächtigen zu gewissen Kriminalitätsmustern. Da gibt es hier dann organisierte Kriminalität etc. und so weiter. Dann wird der Tatverdächtige nach Asylbewerberstatus, Duldung etc. wird dann aufgeschlüsselt. Der entscheidende Satz ist der allerletzte in dieser Frage. Und zwar zur Frage, ob verfestigte kriminelle Netzwerke in die Heimatländer syrischer oder afghanischer Tatverdächtiger existieren, verfügt die Bundesregierung über keine Information. Ha! Leute, that's your fucking job. That's your job. Das ist der einzige Job, den du hast. Ja? Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse darüber, ob es kriminelle Netzwerke in die Heimatländer der Tatverdächtigen gibt. Nein. Nein, wir haben kein BND. Nein, brauchen wir nicht. Ja? Leute, wem wollt ihr das erzählen? Das könnt ihr meiner Oma erzählen. Mit der Tagesschau in einfacher Sprache. Aber mir könnt ihr das nicht erzählen. Vor Sommerpause Antworten von Scholz. Das Parlament von Deutschland macht jetzt eine Sommerpause. Die Menschen vom Parlament können dann Urlaub machen. Wenn das Parlament in die Pause geht, dann beantwortet der Bundeskanzler Fragen. Der Bundeskanzler ist der Chef von der Regierung. Der Bundeskanzler heißt Scholz. Scholz hat jetzt geantwortet. Auf die Fragen von Journalisten nämlich. Die Journalisten haben zum Beispiel gefragt, was will die Regierung von Deutschland machen? Jetzt kommt die Antwort von Scholz. Ich weiß ganz genau, was in diesem Land los ist. Und ich weiß, wie schön es gewesen ist. 2014 zum Beispiel beim Fußball. Wie schön war und wie unbeschwert war diese Zeit. Man hat sie uns genommen, man hat sie uns geraubt und wir sind alle auf der Flucht. Habt ihr heute früh gesehen. Ich bin gespannt, wie siehst du dieses Thema? Ich bin auch dafür. Leute, macht euch ehrlich, wenn wir in diesem Lande nicht endlich wieder Platz schaffen für Leute, die hier berechtigt sind, dann wird es bald Mord und Totschlag geben. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Irgendwann ist genug. In England, in Leeds habt ihr gesehen, was los ist. Nachdem die Straße 2 Tage gebrannt hat, ist die Polizei hingegangen und hat die Kinder wieder in Obhut der rumänischen Familie gebracht, um die Wogen zu glätten. Was ist passiert? 1 Tag später, es haben wieder Autos gebrannt. So viel zum Thema, wenn der starke Staat ganz weich wird und nachgibt,
bekommt er noch eins auf die Fresse. Hat er auch nicht anders da verdient. Der Staat muss stark bleiben. Ein anderes Thema, abonniere den Kanal, abonniere mich bei X oder bei Telegram. Bei Telegram sind wir schon weit über 6000 Leute. Ich bin richtig stolz auf euch, die alle dabei sind. Das wird noch ein richtig großer Kanal. Auf einmal bin ich dann auf dem Feser-Radar oder auf dem Haldenwang-Schirm. Sollen sich mal melden. Ich kann Ihnen ja helfen, dass Sie Ihren Job mal machen. Ja, dann machen wir mal einen Außeneinsatz live auf der Jagd nach Islamisten in Berlin-Neukölln mit Leuten vom Verfassungsschutz nebendran und würden wir bestimmt ein paar finden, die wir verhaften könnten, oder? Bin ich ziemlich sicher. Hier gibt es Leute, die die Taliban unterstützen, die Hamas, die Hisbollah, Kibbutz, also anderes Thema. Abonniere den Kanal. Ansonsten sage ich ciao. Bis bald.